Sind wir beim Thema Fruchtbarkeit und Tiergesundheit? Mängel in diesen Bereichen kosten sehr viel Zeit und Geld, wie natürlich auch in allen anderen Bereichen. Das Tragische ist, sag mal, in diesem Punkt vor allen Dingen, dass einem häufig sozusagen dieses Problem verspätet auf die Füße fällt. Insbesondere das Thema Fruchtbarkeit ist natürlich etwas, was nicht von heute auf morgen zu einem Riesenproblem wird, sondern man rennt in diese Situation hinein. Und nimmt sie vielleicht auch sehr lange nicht wahr, redet sie sich vielleicht sogar schön und folgt der einen oder anderen Argumentation, die man hier und da in der Fachwelt auch lesen kann, wobei ich manchmal so ein bisschen irritiert bin. Ich nehme mal den Punkt da heraus von den dreien, die ich dort angeführt habe, die Laktationstage. Ich bin tatsächlich ein Freund davon, jünger melkende Herden, was auch immer das dann im Detail sein mag, da mag dann jeder seine letzten 5 Tage für sich bestimmen. Aber jung melkende Herden sind eben effektive Herden. Das heißt für mich, dass das eben Herden sind, wo ich einen überschaubaren Anteil an Tieren habe, die sehr, sehr weit in den Laktationstagen sind. Ob jetzt gewollt oder ungewollt. Es gibt tatsächlich Strategien, die betriebswirtschaftlich sogar relativ lange haltbar sind, aber in einer genaueren Analyse manchmal eben dann doch nicht standhalten. Wenn man zum Beispiel bereit ist, Tiere, die hohe Persistenzen aufweisen, einfach sozusagen vielleicht schon ältere Tiere sind, wo man dann sagt, naja, so ab der 4., 5. Will ich überhaupt gar nichts mehr tragen kriegen. Die lasse ich einfach mit ZU weiterlaufen und so lange Milch geben, wie sie halt Milch geben. Dann hat man möglicherweise irgendwann 10-20% seiner Herde als Zucht untauglich stehen, die trotzdem irgendwo 30 Liter geben. Das ist eine Strategie, die hier und da auch in der Fachwelt, verteilt wird. Ich sehe die etwas kritisch. Noch zumal ich einfach denke, dass eben auch tatsächlich Herden, die nach hinten raus so einen praktischen altmelkenden Überhang haben, in der Effektivität leiden. Das heißt, die Futterverwertung nach hinten raus wird für diese Herden immer schlechter werden. Und wenn man sich die Rationskosten heutzutage anguckt, dann ist das sicherlich möglicherweise irgendwann mal ein Damoklesschwert. Heißt, wenn die Laktationstage weit weglaufen, bin ich immer in der Situation, dass ich mit einem sehr, sehr langen Wirkungsfenster sozusagen rechnen muss, in der Regel über ein Jahr, bevor man die Herden wieder sozusagen in Zielbereichen hat. Ich habe jetzt hier diesen Zielbereich 170 bis 180 Laktationstage mal für meine Vorstellung formuliert. Wie gesagt, das sind meine Vorstellungen und deswegen sitzen wir heute zusammen und ich bin gespannt auf das, was nachher sicherlich in der Diskussion auch noch kommt. Was ich oben mit angeführt habe, das sind diese frühen Trächtigkeiten, die ich als sogenannte gute Trächtigkeiten sehe. Es muss und kann nicht wirklich Ziel sein, Tiere zu spät tragen zu bekommen, weil es eben auch dazu führt, dass Herden, altmelkender werden und damit eben auch ein Großteil an Effektivität verloren geht. Wo ich im Bereich der Tiergesundheit einen ganz großen Hebel sehe, das ist eben alles, was irgendwo sozusagen dazu führt, dass die Tiere nicht im Produktionsprozess bleiben können, weil sie zum Beispiel über eine Euterentzündung keine Milch mehr in der entsprechenden Qualität haben oder Klauengesundheitsprobleme, die dazu führen, dass die Tiere abmagern, dass sie, sag ich mal, eben am Ende auch nicht mehr leistungsfähig sind und dass sie eben am Ende abgehen müssen. Gerade diese beiden Punkte, die ich angesprochen habe, sind eben, soweit ich das weiß, auch die Hauptabgangsgründe in den Herden und führen damit natürlich zu erhöhten Reproduktionsraten. Und das ist sicherlich dann auch wieder so ein Bereich, der die ganze Kostensituation anders darstellen lässt.